Moin und willkommen mit mir Sauria hier im Team Lützburg hier im YouTube-Kanal. Und wie ihr wisst, spielen wir exklusiv mit euch zusammen Pokémon Legends Arceus. Und willkommen bei der Episode Nummer 30. So, dann gehen wir nach Chaos, kurz ein Ding an, ein kleines Erratum. Und sicher, ja, der Saurier hat in den Boku schon mal eine so der Rüstung gesehen. Und zwar schon mal Ludwig ein bisschen die Folgen herangezogen, einfach so, weil, voilà. Und das ist mir aufgefallen, Folge 24 oder 25, wo wir gegen die kämpfen, die ich kenne, wo er gegen uns verliert, da wäre noch schon an der Rüstung. Von da wären sie, voilà, wie gesagt. Wenn also bei der letzten 29 war nicht, die erste Kehr, wo wir in der Rüstung gesehen haben, mit die zweite Kehr. Aber voilà. Ich finde das so ungewöhnlich, dass heute Leute an einer Rüstung zu sehen haben. Hatte ich darum sehr vergessen. Dann sind wir immer in der Stadt und da gebe ich so ein Mama ist auf der Weg für die restlichen Legende-Missionen zu machen. Wir hatten ja vom Vespri dann so hören, von dem Trio respektive auch noch von den anderen. Aber okay, wir kriegen also nicht zugewiesen. Das wenn wir mehr rangehen, kriegen wir auch nicht zugewiesen. Da war der Schmeng, wir müssen heu Missionen, voilà, heu mit Missionen. Da war dann gehen wir einfach chronologisch, weil ich meine, die andere Mission, voilà, das war die 25, wir waren wirklich, dass wir da waren. Ich gehe so, da fängt man einfach mal die Heiden an. Voilà, die kriegen wir auf drei verschiedene Plätzen. Seht ihr Wahrheit, und am nächsten sind wir davon, wenn wir. Ich gehe so von der Anhöhe. Test. Anhöhe-Basis. Hyperball haben wir und Pokéball haben wir auch. Also nicht extrem viel. Ich gebe aber so ein für die. Für die zwei, für die drei heute fängt mir das durchgehen. Lo verwirrt mich. Lo mal ja zwei Markierungen da. Die andere wird bestimmt vom Professor sein. Da wird, wie war schon mal für die Quad. Tack. Mal mal das, die Baller, mal mal den Pin hier fort. Und da setzen wir einer. Ah, lo. Okay, dann hast du auch noch die Young-Basis. Diese Logo nicht, können wir bekämpfen, können wir in die. Okay, wir können nicht mal fangen, das ist. Das soll er bekämpfen. Und direkt Level 70, das ist richtig gut. Das. Oh.
Und ich zerstöre da diese Hexe wahrscheinlich, ja. Ne, den Bronzong könnt ihr mehr benutzen und heute ist Gorgla mit der Käferattack. Ich gehe so und da benutzen wir statt Day. Voilà, und ich gehe so und lo. Ah, okay, Genesung. Schön. Lo hatte mal die ideal. Dinge für die Scheiße. Okay, das ist gut, Vesprit. Wir wissen, dass du Genesung beherrschst. Du machst ja gesehen. Wir probieren den Lust schon mal zu fangen. Eine gewisse Chance glaubt das ja schon direkt. Nein, noch nicht. Okay, dann. Die wir so ein. Kommen wir dann den Bronzong. Ja, verfehlt, Schwert. Probieren wir noch ein Keer. Voilà, tipptopp. Lums mal probieren am Ball. Na, du fängst in der Remo mit seiner Genesung. Tipptopp, voilà, du machen. Cool, da hatten wir dann den ersten von drei. Na, da gehen wir die anderen, das ist schon. Voilà, so ist ein K.O. kommen und weiter geht es. Den nächsten hatten wir dann hier und hier hatte mein Platz, wo wir können. Das ist 3. Okay, hier muss man eigentlich noch die eine oder die andere neue Mission machen. Für hier sind zwei eine Basis freizuschalten. Ja, dann wie gesagt, dann. Ist ja egal, was für eine Basis wir holen, ich glaube, dass ich denke. Wir können aber schnell reisen für einen genutzten Platz. Voilà, also,
Ups, hallo, ich habe gerade eine Aufnahme gespeichert. Kennt ihr? Rem selbst, wie viel drunter, für nicht durch ein kommen, weil, wie gesagt, wir haben sowohl High Missionsmarkierung, mehr aber auch auf der richtigen Quest. Du willst ja dann einfach High aufhören und voilà, dann müssen wir da kennen, weil voilà, das die heute. Und dann, hopp, schon flehen wir. Na, schön. Um mal über Serena wäscht. Okay, du hast eine Blinkdirchen-Dappes. Ein Elite-Pokémon-Schluch passt du. Und schon sind wir halt beim See. Hier mal nur einmal am Sturzflug. Voilà. Naja, hier gebe ich so einen Such. Salvest, okay, hier greift euch sogar hin. Okay. Und ob hier bringt ihr doch nächste Pokéball chasen. Okay, naja, dann auch Kampf dann. Und wir haben noch plus das Kai überrumpelt. Also das Kai ja. Wir haben den Hai überrumpelt. Das ist. Machen wir einfach da mal. Die dort den Attack, wie das okay, ja, bei ihm hat es wirklich viel aufgezogen. Und er konnte nicht angreifen, weil er noch immer überrumpelt ist. Komm, wir probieren direkte Pokéball, respektive einen Hyperball. Kann sein, dass er direkt drauf und dann hätten wir schon den zweiten. Okay, das, okay, ich habe einfach gesagt, ich habe nicht erwartet, dass das wirklich geschehen wird. Ja, cool, wir haben sicherlich den zweiten heute gefangen. Voilà, super. Aber ja, dann fehlt es dann nicht mehr nach innen. Na, ja, der war nur fix gegangen. Das war richtig gut, den zu überrumpeln. Wie gesagt, ganz einfach, wenn es da hinten, egal was für Pokémon das, einfach von Handen. Hinnen dort wieder direkt scheißen, dann voilà. Dann sind sie immer wiederum, also überrumpelt. Voilà, und dann gehen wir nur und Dorf, respektive dem Professor, ein bisschen zielen. Voilà, heißt Pokémon. Voilà, gefangen, die ist Geier. Ein bisschen suchen. Und dann wie immer gucken wir mal kurz über die Pokédex. Das Kaja hat mal leider nichts Spezielles, also das man sonst hier drüber gesehen und auch sonst 20 Punkte neu kreieren. Naja, dann gehen wir mal zurück in den Dorf. Und das Ganze dann für 4, für die letzte Kaja. Und zwar ist denn das Kaja hier oben am Frostland. Und zwar sie der Stärke am Mekinten. Okay, hier können wir sie erflehen an ihrer Siedlung. Okay, hier bleibt auch sich nicht wirklich viel Schwab, wo wir aufhängen können, weil, wie ihr seht, wo war man noch nicht überall hin. Aber voilà, das wird noch alles kommen. Und das ist dann habe ich auch einfach Schneefeldbasis gehen. Und wie man gesehen hatten, hatte man ja schon den weißen Flilleck. Hier auf der Quad, das heißt, wir können bis hierhin auf Perlsiedlung flehen und dann einfach durch den Berg raufklommen. Wo ist es? Hier auf dieser Seite müsst ihr sehen. Thank you.
Anne, du kennt mal Segerie waren, wir sollen noch flehen. Gehen wir los beim Lasten. Mal gucken, ob den da noch Meiser zu fangen hast. Also, Salvest, wir können nicht Pokéball schießen, aber Pokémon. So ist das, kann ja probieren wir ihn auch zu überrumpeln. Hoppa, das war falschen Timing. Ich hatte aber sollte nur visieren. Das war nicht schlimm. Mama dann heute auch Phantomparade. Okay, wird schon. Oh ne. Da das der Status, werde ich am meisten genauso wie Göft ungern. Und zumindest mal bei Pokémon probieren zu fangen. Weil, wie gesagt, wir müssen los schon gar nicht mehr angreifen. Er verliert ja von allein permanent an irgendwann, wenn wir nicht gefangen haben, stirbt dann und singen Verbrennungen. Okay, voilà, tipptopp, das war ja noch mehr sehr. Das war ja sonst, boom, eigen Attack, zack, verbrannt. Hyperball drauf, schon aus dem dran. Voilà. Und wir haben eine Drachentafel. Das hatte ich mal nicht erwartet. Okay. Wir sind ein bisschen erstaunt. Eine Drachentafel. Obwohl wir die drei da. Voilà. Noch drei Tafeln. Naja, dann machen wir es auf der Weg für die nächsten Missionen. Was tun wir hier? Zurück hier rüber. Voilà, auch Salvest, das ist eben der Pokémon. Und dann noch ein Pokédex. Könnte eventuell sein, dass du den Tronupto dran hast, aber ich meine nicht. Gesehen mal, voilà, das ist hier ein Drop. Wie gesagt, war auch ein ganz sehr enger Tag, schon hat man die perfekte Kondition für uns fangen, voilà. Und dann gehen wir dann zurück an Dorf und da gucken wir, ist da mal ein Kerl unten. Wo wir als nächstes hin müssen. Wie gesagt, dann haben wir hier ein Telefon, Missionslöscht, an der Fährheit Tafel vom Feuerspeiinsel, Koboldküstenland. Naja, dann gehen wir da hin. Ah, ups, wir müssen die Mission auswählen. Wow. Ah ja. Und wo war die andere? Ah, mehr Öwen. Okay, komisch. Vielleicht sehen wir da noch, weil das du mal ob sich hört. Okay, Perla und eine Freundin, da dient wird man schon da genau dran.
Wie du zustet hat, also dran hast du aber ein bisschen zu agro, so ein Formule so, hat so zustet, hat das nicht gern, das hat, wo hast du. Ja, da komm. Erkläre mir das sehr für und das heißt Perla in der Wäschmalz. Okay, das war es dann. Dann können wir los bis auf den Punkt gehen. Etwas Nibos, da geht es mir sehr. Und dann flehen wir auch direkt bis dahin. Also, das ist auch ganz einfach. Bei den Bierschleiern, am Sneebos und dann im Moment sind wir ja mehr heiß als die meisten Bierscher. Voilà. Ich meine, wir werden direkt auf den Landeplatz rauflegen. Es muss so passen, dass wir nicht an die Lava rauffallen. Oh, Missingo. Seht ihr den? Und wir kommen hier nicht weiter, weil hier ist eine unsichtbare Mauer. Das geht noch relativ oft an den Spieler. Und erstaunlicherweise muss er dann einfach den Tour heim machen. Für die unsichtbare Mauer dort zu evitieren. Ah ja, sucht die unsichtbare Mauer. Voilà, seht ihr. Das ist wirklich süß, ob denen bestimmten Platzen Cloudet zu flehen. Okay, was sieht das dann Perla? Okay, naja, dann gehen wir mal ran und gucken, wo das Problem ist. Für die nächste Kaja. Wieso? Man sieht sonst viel. Okay. Naja, der hat Regie hören. Das heißt, ja, wir müssen nur warten, um herauszufinden, was dann hier los ist. Wieso dem Perle hier und plus zu warm ist und wieso dem Rana die Inseln so gemischt. Das heißt, wir gehen einfach nur rauf. In der River und dann wird gespeichert. Voilà. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, natürlich. Lasst euch ein Like, eure Partner, die Reservoir nicht vergessen und dann sehen wir uns bei der nächsten Kaya. Ade!